jetzt stattfinden kann aufgrund eines technischen Gebrechens des Fliegers. Dann fange ich gleich an. Die EU-Länder haben sich gestern wieder auf ein gemeinsames Statement zu Israel geeinigt und trotzdem haben jetzt bei den Doorsteps viele Außenministerinnen und Außenminister gesagt, das Vorgehen Israels ist nicht mehr verhältnismäßig. Man habe sich leider nur auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Sollte die EU Ihrer Meinung nach den Ton gegenüber Israel verschärfen? Es ist ganz klar, dass unsere Basis unserer Politik und auch der Österreichs das internationale humanitäre Recht ist. Und dass Israel genauso daran gebunden ist wie jeder andere Staat auch. Man muss da aufpassen, dass wir zum einen nicht Täter-Opfer-Umkehr betreiben und sozusagen vergessen, was am 7. Oktober geschehen ist. Und auch zweitens nicht vergessen, was jetzt geschieht. Welche Organisation verwendet offenbar ganz bewusst Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Flüchtlingslager, um dort ihre Kommandozentralen, dort ihre Tunneleingänge, dort ihre Lagerhallen oder auch die Geiseln zu verstecken? Und das ist auch Teil des internationalen humanitären Völkerrechts, dass diese Einrichtungen zwar grundsätzlich geschützt sind, aber wenn sie bewusst von Kombattanten eingesetzt werden, dass sie diesen Schutz auch verlieren. Und das ist genau die Situation. Es ist nicht schwarz-weiß. Und ich glaube, dass Israel natürlich mit allen Mitteln versucht, aus wohl überlegten Gründen zivile Opfer zu vermeiden, weil sie wissen, wie das in der Weltgemeinschaft wirkt, in der Weltöffentlichkeit. Aber ich glaube, wir müssten hier nicht sozusagen auf einem Auge blind sein. Die europäische und österreichische Außenpolitik muss beides sehen, die Palästinenser und Israel. Österreich tut es jedenfalls und ich bedauere, dass manche, glaube ich, im israelischen Auge weniger gut sehen und mehr Dioptrien haben als auf dem anderen. Sie sagen, also dass die Hamas sich nicht an das internationale Völkerrecht hält, das steht außer Frage, aber es gibt viele Hinweise, dass auch Israel das nicht tut, nicht nur bezüglich der Krankenhäuser, auch viele Expertinnen und Experten, anerkannte Völkerrechtler sagen das. Sollte man das ignorieren? Nein, überhaupt nicht. Nur ich glaube, auch hier gibt es einen gewissen Unterschied, wenn wir an die Ukraine denken. Da haben wir gewartet darauf, dass die Untersuchungskommission des UNO-Menschenrechtsrates, die in Wien etabliert wurde, nach einigen Monaten einen Bericht vorgelegt hat, die untersucht haben, Massengräber, Butcher und anderes. In Israel ist man sehr schnell mit Ferndiagnosen. Ich finde das relativ interessant, dass man hier sozusagen auf 1000 Kilometer Distanz mit Informationen, die größtenteils auch von der Hamas stammen, sozusagen ein Urteil abgibt. Ich habe vor dieses Wochenende auch wieder und letzte Woche mit meinen Kollegen in der arabischen Welt auch telefoniert mit einigen und habe sie auch gefragt, ob sie konkretere Zahlen haben, auch was Opferzahlen im Gazastreifen betrifft. Und sie haben gesagt, letztlich nein. Die einzigen Zahlen, die wir haben, sind die, die die UNO über die eigenen Verletzten und Verluste bekannt gibt. Alle anderen Zahlen stammen von der Hamas und sind mit Vorsicht zu genießen. Denken wir nur daran, Israel hat die eigenen Opferzahlen vom 7. Oktober jetzt von sich aus nach unten revidiert. Das zeigt, dass wir hier mit einem Rechtsstaat zu tun haben, in einer pluralistischen Demokratie, mit einer freien Medienöffentlichkeit, der entsprechend so agiert. Wir dürfen nie vergessen, auf der anderen Seite ist nichts davon gegeben und Hamas ist eine Terrororganisation, die ein Terrorregime führt, und zwar seit Jahren. Sie haben angesichts des Ukraine-Kriegs immer gesagt, die EU dürfe nicht den globalen Süden vergessen, die EU müsse für sich werben. Sie sind ja selbst auch auf Reisen gefahren, um genau das zu tun. Läuft die EU hier nicht Gefahr, jetzt den kompletten arabischen Raum und vielleicht sogar die halbe muslimische Welt als Verbündeten zu verlieren, wenn wir so auf der Seite Israels? Ich glaube, wir müssen eines sehr klar machen. Wir müssen dieses Narrativ, das einige versuchen zu spielen, die Europäische Union tut nichts für die Palästinenser, jetzt grob gesagt, einfach entgegentreten. Die Europäische Union ist der größte Finanzier der palästinensischen Autonomiebehörde. Wir sind der größte Geber an humanitärer Hilfe. Weit mehr als die arabische Welt, wo eher Ankündigungen da sind und weniger konkrete Hilfe. Also ich glaube, diesem Narrativ können wir mit gutem Gewissen entgegentreten. Aber es muss auch klare Messages geben, hinter den Kulissen, sowohl an die arabischen Freunde als auch an die israelischen Freunde. Das ist eben, wie gesagt, kein Schwarz-Weiß-Bild. Und ja, wir haben ein Problem, wenn man so will, im globalen Süden, was dieses Narrativ betrifft. Aber ich glaube, wir können mit guten Argumenten dem entgegentreten. Muss ich noch einmal nachfragen, bevor wir zum Westbalkan kommen. Es wurde auch viel diskutiert, ob es einen sofortigen Waffenstillstand geben soll oder eine Forderung danach oder ob diese humanitären Pausen ausreichen. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, eine Waffenpause, Waffenruhe, wie das manche fordern, würde nur dazu führen, dass Hamas sich verstärken kann, sich regruppieren kann. Wofür wir sehr eintreten, und das ist auch der Konsens auf europäischer Ebene, ist für humanitäre Waffenpausen und für humanitäre Korridore. Ich unterstütze auch sehr den Vorschlag Zyperns für diesen maritimen Korridor. Damit vor einigen Tagen hat mich der zypriotische Kollege auch diesbezüglich kontaktiert. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen das Maximum tun, um das Leid der Zivilbevölkerung
zu lindern. Ich will auch nicht die Zahl der Toten gegeneinander aufwiegen, das macht man nicht. Unser Ziel muss Leid der Zivilbevölkerung lindern, aber nicht die Hamas zu verstärken. Und diese Linie müssen wir weiterfahren. Sie wollen die Westbalkanstaaten graduell näher an die EU heranführen. In dem neuesten Non-Paper, das uns zugespielt wurde, ist auch die Rede von vielen Sicherheitsaspekten, Sicherheitsfragen, wo die Staaten näher an uns herangezogen werden sollen. Abends läuft man hier nicht Gefahr, dass dann vielleicht wichtige Informationen von Serbien etwa an Russland weitergegeben werden? Nein, also es geht darum, im Grunde genommen, dass wir zwar von Beitrittskandidaten die sozusagen Anpassung an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fordert, aber eigentlich unsererseits viel zu wenig tut, sie auch zu erklären, sie verständlich zu machen, sie einzubeziehen, zumindest in sozusagen der Entscheidungsfindung. Und das ist, glaube ich, wesentlich. Was momentan geschieht, ist, wir A27 innerhalb der Europäischen Union draften und arbeiten vielleicht manchmal tagelang an einer Entscheidung und dann wird sie quasi den Balkanesen, den Balkanstaaten vorgelegt und das heißt, du hast 2 Stunden Zeit, um denen zuzustimmen. Das ist viel zu wenig. Das ist nicht eine Kooperation auf Augenhöhe und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen sie stärker nach Brüssel reinholen, in unsere Institutionen, auf politischer Ebene, aber auf Expertenebene. Wir müssen viel sozusagen akkordierter auch in die Region gehen, dort ist die Sichtbarkeit der Europäischen Union auch stärken und wir müssen, sei es im Cyberbereich, sei es bei der Ausbildung junger Diplomaten, könnten wir auch sehr viel enger zusammenarbeiten und da in diese Richtung geht auch unser Papier. Die Kommission hat zwar kurz in ihren Erweiterungsbericht präsentiert, die Tür für Beitrittsgespräche mit Bosnien sei zum Beispiel laut von der Leyen sehr weit offen, aber trotzdem wurden sehr, sehr viele Rückschläge auch festgestellt. Ist das ein Wermutstropfen? Wie beurteilen Sie diesen Bericht? Also ich muss ganz offen sagen, ich halte nicht für sehr ausgewogen. Dass man auf die Ukraine mit rosa-rote Brille schaut und in den Balkan mit der Lupe, halte ich nicht für ausgewogen, halte ich nicht für geostrategisch durchdacht. War aber nicht überraschend, man musste kein Hellseher sein und ich habe schon vor Monaten eigentlich vor dieser Tendenz gewarnt. Und das Zweite ist natürlich, wir müssen auch über überbordende Erwartungshaltungen warnen, sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch bei den Beitrittskandidaten. Zum Teil hat man den Eindruck, als würde man über einen Prozess reden, der in 1-2 Jahren zu einem Ergebnis führen wird. Das ist ja nicht der Fall. Beitritt wird viele, viele Jahre brauchen und da muss weiterhin aufgrund der Prinzipien erfolgen und sozusagen auch verdient werden. Es kann nicht sein, dass wir hier blind sind und wir dürfen das weder in Richtung Osten sein, noch in Richtung Südosten. Wenn wir mit der Ukraine Beitrittsgespräche beginnen sollen, wäre es eine Forderung, eine Bedingung von Ihnen, dass dann auch mit Bosnien Beitrittsgespräche beginnen? Also wir haben jetzt einmal diese Berichte der Europäischen Kommission auf dem Tisch liegen. Ich habe es etwas bedauert, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission es für notwendig befunden hat, das bei einer Reise in die Ukraine sozusagen schon ihre Ergebnisse bekannt zu machen, bevor überhaupt das Kollegium der Kommission, geschweige denn die 27 Mitgliedstaaten damit befasst wurden. Die nächste Stufe ist im Rat und dann vor allem auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Und das wären sicher schwierige Diskussionen und dem möchte ich hier nicht vorgreifen. Ich hätte noch eine Frage. Die Kommission hat ja vergangene Woche auch ihren Westbalkan-Wachstumsplan vorgelegt. Hätten Sie hier mehr erwartet und welche Vorschläge, Punkte fehlen Ihnen da? Also ich glaube, der Wachstumsplan ist ein Schritt in die richtige Richtung. Sie wissen, dass ich es seit Jahr und Tag eintrete für die graduelle Integration. Dass wir wegkommen müssen von diesem Denken, entweder so Vollmitglied oder gar nichts, also kein Mitglied, sondern dass es viele Stufen dazwischen geben kann und soll auch in Zukunft, weil sonst werden wir vermutlich noch in 10 Jahren über Ukraines Beitritt und Westbalkans Beitritt reden. Der Wachstumspakt ist ein Schritt in dieser Richtung, aber vermutlich nicht ausreichend. Wir müssen sehr viel mehr auch tun in politischen Punkten, genau die ich vorher besprochen habe, wo es eben nicht nur um Geld geht, sondern darum, dass wir diesen Staaten das Gefühl geben, ihr seid auf Augenhöhe, ihr seid Partner und wir können euch jetzt schon in den politischen Prozess in Brüssel durch Teilnahme als Beobachter ohne Stimmrecht reinbeziehen. Darum geht es. Das ist, glaube ich, man darf die politische Ebene nie vergessen. Es geht nicht um eine finanzielle Ebene. Welche Diskussionen bzw. Reaktionen Ihrer EU-Partner erwarten Sie für heute Abend beim Westbalkan-Treffen zu dem Papier, was Sie gestern vorgelegt haben? Also ich glaube, meine Erwartungshaltung, das ist ja ein Vorschlag der Freunde des Westbalkans, die Österreich letzten Sommer aus der Taufe gehoben hat, wo immerhin 7 Staaten, also fast ein Drittel der EU-Mitgliedstaaten dabei ist. Und ich erwarte mir eigentlich, dass eine sehr positive Reaktion aus dem Westbalkan kommt. Österreich hat inzwischen seit dem Ruf, dass wir eigentlich in regelmäßigen Abständen uns Gedanken machen, Papiere formulieren,
diskutieren und ganz konkret auf den Tisch legen, schwarz auf weiß, was möglich wäre, ohne dass man jetzt das Rad neu erfinden muss. Es geht ja oft nur darum, dass man einen politischen Willen aufbringt. Und ich glaube, das ist geostrategisch immens wichtig für uns. Ich sage immer, wenn wir als Europäische Union in unserer Nachbarschaft nicht schaffen, nachhaltig Stabilität und Sicherheit zu exportieren, werden wir irgendwann das Risiko laufen, Instabilität und Unsicherheit zu importieren, weil wir dort plötzlich Einflüsse von dritten Partnern, von dritten Staaten sehen werden, die wir nicht haben wollen. Danke sehr. Herzlichen Dank. Danke. Thank you.